Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Nein, nein, keine Sorge. Ich habe deine Frage von vorhin nicht vergessen. Im Gegenteil. Ich bin dafür bekannt, mich immer an alles zu erinnern. Das verdanke ich einem kleinen Trick, den ich damals von einem alten chinesischen Maurer gelernt habe. Alles, was ich brauche, ist eine Gedächtnisstütze. Also Objekte, die mich an die drei E erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Die Vitamine sind gut für die... Alles klar, Chris. Du hast es gefunden, aber links sind nicht erlaubt. Im Chat. Aber nice. Gut, dass du es gefunden hast. Und ja, wir haben ja hier... Ach, ich kann das Inventar nicht öffnen, aber okay. Wir brauchen also die Figuren, den Bär und den Hirschen und so weiter. Für Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit oder sowas. Und die Banane, Kokosnuss und den Apfel, glaube ich, war das. Und wahrscheinlich die drei Masken, die da oben hingen. Für die wir aber irgendeinen Schraubenschlüssel oder so brauchen. Was? Ich muss kurz eingenickt sein. Dabei wollte ich doch gerade diese spannende Geschichte aus meinem Leben erzählen. War es die Geschichte, wie ich bei dem Versuch, den Seeweg nach Kapstadt zu finden, den eurasischen Kontinent entdeckt habe? Alles klar. Ach, ich weiß. Ich wollte dir erzählen, wie ich den Tempelrittern beim Bau der Klosterkapelle geholfen habe. Richtig? Aha. Ich war besonders fröhlich, weil ich eine Banane gegessen hatte. Oder war ich traurig, weil es wieder nur Kokosnuss gab? Nein, die Kokosnuss war damals, als ich für meinen Heldenmut vom trojanischen Bürgermeister den Schlüssel zur Stadt bekommen habe. Oder war der Heldenmut bei den Deicharbeiten in Atlantis? Da hatte ich aber einen Apfel dabei, glaube ich. Aber war ich nicht eher schläfrig in Atlantis? Wütend beim Kapellenbau? Na, so ein Kokolores. Ich bringe ja alles durcheinander. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut, damit ich mich an die Position der geheimen Grabkammern unter der Klosterkapelle erinnere. Oh, irgendwer hat das Regal aufgeräumt. Da müssten normalerweise Hinweise auf die drei E liegen. Emotion, Einstellung und Essen. So ja, kann Essen. Ich mich nicht zum Affen machen. Also mal sehen. Ja gut. Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ja. Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die drei E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das dein... Gedächtnis wie ich. Ja, wie wir beide, glaube ich. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste ist ja, gut, das hatten wir schon. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die drei E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. Vier, um genau zu sein. Notizblock? Wie jeder weiß,
erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Ich brauche ein... Da. Stift. Wir haben zwar da oben nur ein Notizbuch, aber ich glaube, ich schreibe mir das selber auf. Apfel. Gleich. Stärke. Apfel. Nicht gleich. Traurig. Aua. Voll gegen das Mikrofon gehauen, glaube ich. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Heroisch, nicht traurig. Und Wut war nicht... Wut war was nicht? Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Okay, warte. Wut ist keine... Also ist nicht gleich stark. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Hey. Kokosnüsse ist nicht schläfrig. Okay. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Also fröhlich ist gleich Banane. Und was war das andere? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war und wütend ich Apfel? War aber auch. Okay. Apfel gleich wütend. Und Kokos gleich traurig dann, ne? So. Äpfel fröhlich. Nee, wie es aussieht, dann nicht. Aber wir haben hier unseren Notizblock. Können wir aber nicht. Jetzt kann ich, okay. Oh. Okay, was haben wir? Apfel gleich wütend. Apfel ist wütend. Apfel ist nicht traurig. Und Apfel ist nicht fröhlich. Denn Kokos ist traurig. Also ist Apfel fröhlich. Wie Banane fröhlich. Ist das ein Doku? So. Wie war das? Apfel ist gleich Stärke. Was war der Bär? Achso, ja, wir haben noch 4 Tipps bekommen, oder nicht? Äpfel sind stark. Ja, was war denn stark? Nein, Apfel ist nicht gleich wütend. Hä, warum nicht? Äpfel ist definitiv nicht traurig. Warte mal, kann ich hier wieder rausgehen? Ja. Moment. Meinst du nie? Ich mein... Hm? Kennen wir? Aha. Du willst das? Gefällt mir. Ich... Tic-Tac-Toe? Stimmt. Könnte auch sein. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, nicht fröhlich über Apfel, wütend über eine Banane. Ich war... Also er war nicht fröhlich über einen Apfel, also kann fröhlich und Apfel ja nicht zusammenpassen. Nee, warte. Doch. Fröhlich heißt ja, warte mal, er war nicht fröhlich über einen Apfel. Heißt das also, Apfel und Fröhlichkeit gehören zusammen?
Oder dass Apfel und Fröhlichkeit nicht zusammengehören. Das ist sogar meine Sache, so. An diesem einen speziellen Blütenbanane, ich war aber auch nicht traurig über... Aber auch nicht traurig über eine Banane. An ich war aber auch nicht... Nee, siehst du, also... Zu also, passt nur fröhlich zur Banane. Weil er nicht traurig und auch nicht wütend über eine Banane war. Also muss er ja traurig über eine Banane gewesen sein. Oder nicht? Warte, verstehe ich da jetzt das falsch? Nee, oder? Meinst du wirklich, das liegt daran, dass er keine hatte? Okay, ich mach das nochmal alles weg. Kokos bedeutet auf jeden Fall nicht schläfrig. Was ist denn... Ist der Bär... Hirsch ist heroisch. Was war denn heroisch? Irgendwo hatte ich doch heroisch. Heroisch ist nicht traurig. Also heroisch und traurig passt schon mal nicht zusammen. Apfel ist auch nicht traurig. So viel wissen wir auch schon mal. Banane ist nicht fröhlich. Nee, warte, nein. Kokos ist nicht schläfrig. Und Wut ist nicht stark? Der Bär ist schläfrig, oder? It's over 9000! Hallo, hallo Roselos! Hör Nummer 1 nochmal an. Ja, mache ich gleich, okay. Boah, dieses Rätsel hat mich damals schon immer abgefuckt. Ich glaube, das ist, ja, das ist schlimm. Kennen wir? Aha. Du willst das Gericht? Kann mir das aber auch nicht merken. Wie jeder weiß, erzeugt jede mit Äpfeln im Gepäck, war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Ja, Apfel ist nie traurig. Also Apfel ist nicht traurig. Denn Apfel verleihen Stärke. Hm? Oh, nein. Habe ich auch schon angegeben, ne? Apfel nicht traurig, sondern Apfel stark. So, also kann das hier schon mal weg auf jeden Fall. So. Habe ich dir Hallo gesagt, Roselos? Ja, ich glaube schon. Hallo, Roselos. Nochmal. Zur Not. So. Apfel gleich stark. Wut ist nicht stark. Also ist Wut... Ups. Wut ist nicht stark. So. Kokos ist schläfrig. Also ist Banane heroisch. So. Haben wir noch irgendwas heroisch? Heroisch ist nicht traurig. Das haben wir auch schon. Was haben wir denn noch nicht traurig? Apfel ist nicht traurig. Also könnte es Apfel oder eins von dem... Kokos ist nicht schlimm, Wut ist nicht stark. Haben wir eingetragen. Heroisch ist nicht traurig, haben wir auch. Apfel ist nicht traurig, haben wir auch eingetragen. Apfel ist stark, haben wir auch eingetragen. Alles klar. Ja, der vierte Tipp ist ja eigentlich Moment. Das heißt, ich versuche das nochmal so. Apfel ist wütend. Oh, lol. Hab ich gerade geleckt oder hat nur das Spiel geleckt? Ich glaube, ich habe gerade geleckt. Es tut mir leid, wenn ich gerade geleckt habe. Lol. Hab in Dark Souls ein Zauberer-Run. Oh, viel Glück und viel Spaß. So, Apfel ist nicht traurig, Apfel gleich Stärke. Apfel gleich wütend. Haben wir noch irgendwas mit Wut? Wut ist nicht stark. Genau, also ist wütend. Kokos ist traurig, hatten wir nicht noch irgendwas Trauriges? Ja, heroisch ist nicht traurig, Apfel ist nicht traurig. Traurig und
Moment. Ich spüre schon den Qualm, der aus meinem Kopf raussteigt, der imaginäre Qualm. Seht ihr ihn hier? Nur ein heroisch, ne? Merke ich gerade. Wütend ist nicht stark. Der Apfel ist aber wütend. Was haben wir denn noch zu Apfel? Apfel bedeutet Stärke. Nee, warte, dann passt es ja nicht zusammen. Hänge in Schandstadt und hab mir innere Kraft geholt. Okay, ich weiß nicht mehr, was Schandstadt ist und ich weiß auch nicht, was innere Kraft ist. Es tut mir leid, Roselos. Moment, warte mal. So, Apfel ist wütend, aber wütend ist nicht stark. Aber Apfel ist stark. Apfel stark. Wütend. Aber wütend. Ja, dann kann Apfel ja nicht wütend sein. Der muss Apfel nämlich, ne, wütend, der muss fröhlich ja auch stark sein. Dann ist wütend der, traurig der Bär. Fröhlich ist stark und Apfel. Wütend? Er war ja auch nicht wütend über eine Banane. Muss ja Kokos wütend sein, oder nicht? Ist Banane traurig? Ich hab mein Geld sinnlos verschleudert. Das Rätsel ist nichts für uns. Aber halte durch und die 23 Cent sind für das du T-World spielst. Dankeschön für deine 1,23 Euro. Ja, T-World wird noch kommen irgendwann. Ich weiß nur nicht wann. So, warte mal. Ich bin noch... Ups. Das Rätsel ist definitiv nichts für uns, Chris, nein. Alter Vater, ey. Okay, mit Äpfel im Gepäck zum Beispiel niemals traurig. Alles klar. Denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Oder ist der... Nein, der Bär ist Stärke, ne? Ja, der Bär ist, glaube ich, die Stärke. Oder was hatte denn Barbara noch, Birgit noch mal gesagt? Was hatte Birgit denn noch mal gesagt? So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.